Teeseko. Indischer Grüntee trifft schwäbisches Wiesenobst. Wir haben ja die Nummer 31. Hier ist eben der Grüntee nicht so stark ausgeprägt wie bei dem namensprägenden Teeseko. Deshalb haben wir hier auch weniger Süße, die wir wahrnehmen. Und jetzt probieren wir das Ganze mal, wie sich dieser Grüntee für uns in der Nase präsentiert und im Geschmack. Deutlich der Grüntee im Vordergrund, also auch diese grün-vegetabilen Noten in der Nase, unterstreicht diese Duftigkeit vom Tee, die Holunderblüte, die Akazienblüte, das riecht man schon ein bisschen, genauso wie auch die Gartenmelisse hier einen Teil mit dazu beiträgt. In der Nase auch so ein bisschen Anklänge von Blüten, von Heu, diese Duftigkeit. Im Mittelstück wenig Süße, eine bleibende Herbe im Abgang. Und ich kann mir den gut vorstellen als Aperitif, wenn man eben auch mal herbe Noten haben mag. Als Begleiter zum Fisch oder zu einem feinen Weichkäse. Viel Freude mit dem Teeseko.